Es ist das Einkaufsparadies schlechthin. Kulinarische Gaumenfreuden, eine große Produktvielfalt und Maxi-Packungen, soweit das Auge reicht. Im Großhandel gibt es alles, was das Herz begehrt. Über 60.000 Artikel aus dem Food- und Non-Food-Bereich umfasst das Sortiment einer der führenden Großmarktketten in Deutschland. Deren Vertriebsleiter ist Timo Ringel. Er erklärt das Konzept hinter dem wahrgewordenen Schlaraffenland. Selgros ist ein Cash-and-Carry-Markt. Das heißt, wir sind ein Selbstbedienungsgroßhandel. Das Format Cash-and-Carry, was wir ja auch im Namen tragen, ist in den 60er Jahren aus Amerika importiert worden. Das bedeutet letztendlich, dass bei uns Gewerbetreibende die Ware direkt, die sie für ihr Geschäft benötigen, kaufen, bezahlen und abholen kommen. Das war vorher nicht selbstverständlich, da wurde beliefert. Der Name ist Programm. Selgros setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Worte Selbstbedienung und Großhandel zusammen. 1959 wurde der erste Markt in Offenbach am Main eröffnet. Damals noch ohne frische Artikel. Diese zählen heutzutage an den 38 Standorten hierzulande zu den Highlights. So auch in Eschborn bei Frankfurt. Der Standort Eschborn wurde 1966 eröffnet und 1971 wurde die Verkaufsfläche verdoppelt. Wir sind gestartet mit 7.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und jetzt ist das hier unser Flaggschiff mit 14.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Die Angebote des Großhandels wenden sich vor allem an Gewerbetreibende, Freiberufler und Vereine, die hier alles finden, was sie benötigen. Und das unter einem Dach. Von Arbeitsmitteln über Gastrobedarf bis hin zu Kfz und Multimedia. Den Großhandel und die Firma Selgros unterscheidet vor allen Dingen die Größe des Sortimentes und die Aufteilung des Sortimentes in Profisortimente, die eben professionell von unseren Kunden benötigt werden, und ebenfalls Einzelhandelssortimente, die sie für ihren persönlichen Bedarf benötigen. Zum anderen, dass wir eigentlich kein Massenpublikum haben. In so einem riesigen Markt hier bewegen sich wesentlich weniger Kunden als in einem vergleichbaren SB-Warenhaus zum Beispiel. Das heißt, sowohl in den Sortimenten als auch in der Behandlung und in dem, wie sie sich bei uns auf der Fläche fühlen, liegt so eine gewisse Exklusivität. Diese Exklusivität spiegelt sich auch in den Angeboten für die Kunden aus der Gastronomie wider. Um deren hohe Ansprüche zu erfüllen, legt die Großhandelskette großen Wert auf die Qualität seiner frischen Lebensmittel. So arbeitet an der Fleischtheke nur geschultes Fachpersonal, das in der hauseigenen Metzgerei das Fleisch sorgsam für die Kunden zerlegt und zubereitet. Regionale wie internationale Spezialitäten stammen dabei aus einer nachhaltigen Landwirtschaft und artgerechter Tierhaltung. Um vielleicht mal ein paar Sachen herauszugreifen, die Sie nicht überall finden. Wir haben natürlich trockengereiftes Dry-Aged-Beef, in dem Moment hier also ein T-Bone-Steak mit Rostbeef und Filetanteil. Und Schweinefleisch ist auch nicht gleich Schweinefleisch. Hier haben Sie eine spanische Schweinerasse, das ist Duroc. Die werden aus einer speziellen Region nur mit Eicheln einer speziellen Sorte gefüttert und bekommen dadurch einen ganz charakteristischen Geschmack. Und auch aus Italien gibt es spezielle Rassen und Reifungen, zum Beispiel das Gran Parino, das auch ein etwas älteres Schlachtalter hat als das, was wir in Deutschland gewohnt sind. Und ganz interessant, mit Molke aus der Grana Padano-Produktion gefüttert wird. Die hohe Qualität bei Fleisch, Seafood und Meeresfrüchten spiegelt sich auch im Geschmack und in der Frische bei Obst und Gemüse wider. So gibt es in den Märkten für das Obst und Gemüse zwei Klimazonen, um die Lebensmittel gesondert zu kühlen. Bei Temperaturen von 4 bis 6 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90%. Wir haben ein sehr breites Käsesortiment zum Beispiel und schneiden auch Käse selber zu vom Stück. Das ist ein Unterschied zu der Ware, die Sie normalerweise aus dem Discounter im Regal kennen. Die ist nämlich in der Regel mit irgendwelchen Weichmachern behandelt, sodass sie eben formstabil bleibt. Und Thekenware oder eben auch die Ware, die wir im großen Stück bekommen und dann selber zuschneiden, hat eben eine andere Konsistenz und auch einen anderen Geschmack. Um den Küchenprofis und Genießern unter den Kunden zu zeigen, was sich aus den Produkten alles zaubern lässt, befindet sich ein eigenes Bistro in ausgewählten Märkten. Unterstützung bei der Umsetzung des Konzepts hat man sich vom preisgekrönten Meisterkoch Jakob Hausmann geholt. Ein Bistro-Gourmet hat natürlich in Selgros die Berechtigung, da es ja Profis sind, die bei uns einkaufen, aber auch Genießer im Endeffekt. Und das Konzept zeigt ja, dass man im Prinzip hochwertige Produkte
zu einem vernünftigen Preis mit einer guten Zubereitung für unsere Genießer bereitstellen kann. Die Bistros sind so angelegt, dass die Kunden während des Großmarkteinkaufs dort eine kulinarische Pause einlegen können. Andere wiederum, die nur ins Bistro möchten, können es direkt durch einen Extraeingang betreten. Ausgewählte Speisen à la carte sowie heiße und kalte Getränke sollen zum Verweilen und Genießen einladen. Man muss das Bistro Gourmet nicht als Location oder als Restaurant oder als externe Location anschauen. Man muss es als Abteilung im Unternehmen ansehen. Das ist nicht, dass ich ins Bistro Gourmet gehe, sondern ich gehe zum Andi und schaue, was er heute auf der Tageskarte hat. Das ist das Konzept. Das heißt, es ist ein Treffpunkt geworden und das ist auch das Schöne. Der Erste, der kam, hat das weitererzählt, auch ohne Werbung. Wir haben heute jeden Tag ein volles Lokal, wo die Leute auch sitzen bleiben, ein Glas Wein mehr trinken und den Einkauf, der eigentlich stressig ist, als etwas Angenehmes empfinden, weil sie was Gutes essen dürfen. Natürlich sind alle verwendeten Zutaten auch im Markt erhältlich. Zudem können Kunden sich Wunschprodukte vor Ort zubereiten lassen und Küchenchef Andreas Busse dabei zuschauen. Die offene Küche soll nicht nur den Appetit anregen, sondern auch zu Gesprächen. Die Preissicht finde ich absolut top und die sollte auch so sein, weil wir müssen uns nicht verstecken. Die Leute sollen sehen, mit was wir für Produkten kochen und das bedeutet Frische, Frische, Frische. Und mit der Qualität wollen wir die auch begeistern. So tauschen sich die Genießer zwischen Küche und Theke über angesagte Foodtrends, köstliche Rezeptideen und Wissenswertes rund ums Kochen aus. Es gibt drei Dinge in einem Geschäft. Das eine ist das gute Essen, das gute Trinken und das andere ist das gute Gefühl. Und ich glaube, das gute Gefühl ist bei uns maßgebend. Kochen kann jeder. Ein Bier ist ein Bier. Aber hier drin haben wir eine Atmosphäre, die ein Willkommen ist. Aus zwei Gründen. Wir machen das nicht, um Geld zu verdienen. Wir machen das, um unsere Profis und Genießer glücklich zu machen. Das Schlaraffenland des Großhandels ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern bietet durch seine gesellige Atmosphäre Genießern auch eine kulinarische Auszeit vom Alltag.